Karpfen MIT Lebkuchensoße. 1. Küchenfertiger Karpfen, 1,5 Kilogramm. Salz, Pfeffer aus der Mühle. 2. Zwiebeln, 1 Bund Petersilie. 2 Zweige Basilikum. 1. 2 Rosmarin. 2. Fenchelknollen, 2 Karotten. 2 Zucchini. Salzwasser zum Blankieren. 100 Gramm zerlassene Butter. 150 Milliliter Weißwein, 2 Zentiliter Pernod. Für die Lebkuchensoße. Eine Zwiebel, 1 EL Butter, 250 Milliliter Gemüsebrühe, 250 Milliliter dunkles Bier, 1 TL gemahlener Koriander, 4 Soßen Lebkuchen. Außerdem Zitronenscheiben und Kräuterzweige zum Garnieren. 1. Den Karpfen unter fließendem Wasser waschen, trocken tupfen. Innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen. 2. Die Zwiebeln schälen, in grobe Stücke schneiden, die Kräuter ferne säen, waschen, gut abtropfen lassen und den Karpfen damit füllen. 3. Die Fenchelknollen, die Karotten und die Zucchini putzen, in Stücke schneiden, im Salzwasser kurz blaren. Kieren, abgießen, in Eiswasser abschrecken. Das Gemüse mit dem Karpfen in einen Bräter legen. 4. Die zerlassene Butter mit dem Weißwein und dem Pernod über den Fisch gießen und das Ganze im auf 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen etwa 35 Minuten garen. 5. Für die Soße die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Butter in einem Topf erhitzen, die Zwiebel darin anschwitzen. 6. Die Gemüsebrühe und das Bier angießen, mit Salz, Pfeffer und Koriander kräftig abschmelken. 7. Die Soßenlebkuchen feinreiben. In die Soße geben und 10 Minuten kochen lassen, anschließend mit dem Pürierstab pürieren. 8. Den Weihnachtskarpfen aus dem Ofen nehmen, anrichten, mit Zitronenscheiben und Kräuterzweigen garnieren, mit der Lebkuchensoße und Meerrettichkartoffeln LIT. Parmes anstanden UND. Linsen Wiener Igritte. Für die Wiener Igritte. 50 Gramm Pardiner Linsen. Ungesalzenes Wasser. 400 Milliliter Linsensud. 3 Schalotten. 50 Milliliter Schalottenessig. Salz, Pfeffer aus der Mühle. 50 Milliliter Sonnenblumenöl. 2 geheim EL fein gehackte Kräuter. Petersilie, Schnittlauch. Basilikum. Für die Parmesanstange. 750 Milliliter Salzwasser. 250 Milliliter Polentagrieß. 20 Gramm Butter für das Blech. 2. Eigelb, 1 Prise Salz. 50 Gramm frisch geriebener Parmesankäse. Für den Salat. 1/2 Kopflorlo Biondo einer Karotte. 3. Stangen Stelldensellerie. 100 Gramm blankierte, grüne Bohnen, oder aus der Dose, 1/2 Buntradieschen, 150 Gramm Kirschtomaten. 1. Die Pardiner Linsen im Ungesalze. Neben Wasser 30 Minuten kochen. Abgießen, dabei den Sud auffangen. Die Linsen abtropfen lassen. 2. Den Linsensud mit dem Geschäl. 10. Fein gewürfelten Schalotten und dem Schalottenessig in einer Schüssel verrühren. Die Linsen dazuge benen, salzen und pfeffern. 4. Das Salzwasser aufkochen lassen. Den Grieß einrühren und unter rühren 5 Minuten köcheln. Lassen. Die Masse auf ein ausgefettetes Backblech streichen, erkalten lassen und Sterne ausstechen. 5. Die Eigelbe mit dem Salz fair rühren, die Sterne damit bestreichen und mit Parmesankäse bestreuen. 6. Die Parmesansterne in dem auf 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen etwa 10 Minuten überbacken. 7. Den Lolo Biondo verlesen, war schien,
gut abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Die Karotte und den Stelldenselleri putzen, in feine Streifen schneiden, mit den gut abgetropften Bohnen und der Haselnusssahne. Für den Biskuit 5 Eier, 6 EL Wasser, 175 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz, 1 Beutel Biskuit Perfekt. Backhilfe 125 Gramm Mehl, 75 Gramm Speisestärke, 1 leicht geheim TL Backpulver. Für die Füllung 400 ml Sahne, 4 TL Zanapart, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, Puderzucker, Kakaopulver und Melonenkugeln zum Garnieren. Erstens. Die Eier mit dem Wasser, dem Zucker, dem Vanillezucker, dem Salz und dem Biskuit perfekt in eine hohe Schüssel geben und mit dem elektrischen Rührgerät auf höchster Stufe 7 Minuten Luft-Tick aufschlagen. Zweitens. Die restlichen Zutaten mit einer der vermischen, auf die Eiermasse geben, mit dem Schneebesen kurz unterheben. Drittens. 10 bis 12 Teigkreise mit etwa 15 cm. 0 auf ein mit Backpapier belegtes Backblech ausstreichen. In dem auf 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen ca. 10 bis 12 Minuten backen. Viertens. Die Biskuit-Omelettes aus dem Backofen nehmen, mit einem Küchentuch abdecken und noch warm einmal zusammenklappen. Möglichst noch warm weiter garen. Beiden. Fünftens. Die Sahne mit dem Zanapart steif schlagen, die Nüsse und Hemmi schälen und die Omelettes damit füllen. Sechstens. Die gefüllten Biskuit-Omelettes auf Tellern dekorativ anrichten, mit der Zucker und Kakaopulver bestäu. Ben und mit Melonenkugeln gar mit 150 Gramm Himbeeren, TK-Produkt, 50 Gramm Zucker. 1. Päckchen Vanillezucker. 50 ml Weißwein. 3 Blatt weiße gelettene. 2. CL Himbeergeist. 200 ml Sahne. Für die Soße. 1. Lebkuchen. 100 ml Milch. 100 ml Sahne. 2. EL Honig. 1/2 TL Zimtpulver. Außerdem Schokoornamente zum Garnieren. Erstens. Die Himbeeren mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Weißwein in einen Topf geben und einmal aufkochen lassen. Das Ganze durch ein Sieb streichen und in eine Schüssel geben. Zweitens. Die gut gewässerte Gelettene ausdrücken und in der noch warmen Flüssigkeit auflösen lassen. Drittens. Den Himbeergeist unterrühren. Die Maße erkalten lassen und kurz vor dem Festwerden die geschlagene Sahne unterheben. Viertens. Die Mousse mit Klarsichtfolie abdecken und im Kühlschrank vollstehen. Dick auskühlen lassen. Fünftens. Für die Soße die Oblate vom Lebkuchen entfernen, den Lebkuchen raspeln oder fein reiben und mit der Milch, der Sahne, dem Honig und dem Zimtpulver in einen Topf geben. Sechstens. Die Soße einmal aufkochen lassen, bei mäßiger Hitze 5 Minuten köcheln lassen, vom Herd nehmen, leicht erkalten lassen und im Mixer oder mit dem Pürierstab pürieren. Siebtens. Von der Himbeermousse nocken. Abstechen, mit der Lebkuchensoße dekorativ anrichten, mit Schokoornamenten garnieren und servieren.